Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Wie weit kann man sich als Regierung eigentlich vorwagen und was kann man den Menschen alles wegnehmen, bis sie dagegen aufbegehren? Diese Frage, die dürften sich sehr viele Menschen in Deutschland schon sehr lange stellen. Und ich glaube, man kann nun wirklich mit Sicherheit sagen, die Schwelle, wo die Menschen sich wehren, die ist nun erreicht. Beim Thema indirekte Enteignung, beim Thema Abschaffung der Freiheit, beim Thema Abschaffung des Eigentums als das, wie wir es eben kennen. Und nun gab es wirklich eine gewaltige politische Backpfeife für Annalena Baerbock und ihre Grünen, die sie so schnell nicht wieder vergessen werden. Daran werden sie noch lange zu knabbern haben. Mehr dazu im heutigen Beitrag. Um zu verstehen, was in der aktuellen Politik in Deutschland wirklich passiert, muss man verstehen, wie die Grüne Partei in der Regierung arbeitet. Denn die Grüne Partei, die hat wirklich eine Ideologie, die funktioniert ganz anders als bei den meisten anderen Parteien. Denn es geht darum, der Mehrheit der Bevölkerung etwas zu verbieten. Also die meisten Parteien, die wollen eigentlich nur Vorteile für ihre eigene Wählerklientel. Bei den Grünen ist es so, denen reicht es nicht. Nein, die wollen wirklich der Mehrheit der Gesellschaft etwas verbieten, das alle so leben müssen, wie diese Partei es sich vorstellen. Konkret soll das natürlich mit Verboten umgesetzt werden. Und wenn ich jetzt sage, es geht gegen die Mehrheit, dann meine ich es wirklich genau so, denn eine repräsentative Umfrage hat ja ergeben, dass wirklich 79% der Deutschen gegen Habecks Verbot von Öl- und Gasheizung sind, also wirklich eine so übergroße Mehrheit, dass man sich wirklich fragt, für wen macht dieser Mann eigentlich Politik? Also das deutsche Volk kann es ja schon einmal nicht sein. Und genau diese Linie, die wird ja in sehr vielen Themengebieten immer weiter so verfolgt. Auch die Migrationspolitik steht ja extrem in der Kritik. Aber auch Annalena Baerbock macht da ja wirklich immer so weiter, sagt jetzt, wir bräuchten eine von der EU organisierte Seenotrettung und die Staaten eben, die an der Grenze wären, die müssten weiter Migranten registrieren, auch wenn es dafür, wie gesagt, auch keine Mehrheiten mehr gibt für eine Fortsetzung dieser Politik. Und das kann man natürlich ewig so weiterspinnen, aber der Kern von dem Ganzen ist, die Grünen wollen eine Politik gegen die Mehrheit machen und das schaffen sie so, indem sie ein Koalitionssystem ausnutzen, aber dann praktisch ihre Inhalte fast zu 100% umsetzen können. Jetzt zum Beispiel wieder versucht, Kanzler Olaf Scholz zu erpressen. Und natürlich muss man auch die Kritik hier zurückgeben. Warum macht der Kanzler da mit? Warum machen die anderen Parteien, SPD und FDP, da mit? Das macht sie natürlich auch nicht besser als die Grünen, dass sie sich dafür eben hier kaufen und instrumentalisieren lassen politisch. Aber nichtsdestotrotz für ein paar Ämter scheinen hier wirklich einige zu sagen, okay, wir lassen den Grünen alles durchgehen. Und das ist das Problem, was dieses Land gerade hat. Deswegen können wirklich Vorhaben, die die große Mehrheit ablehnen, die auch wirklich alles gefährden, was die normal denkenden Menschen in Deutschland wollen, so können solche Vorhaben überhaupt Gestalt annehmen. Wir zum Beispiel auch diese Sanierungspflicht, dieser Hammer, wo ja wirklich auch eine Bauphysikprofessorin auch klar gesagt hat, dass es eine Form der Enteignung wiederkommen könnte, weil die Menschen sich diese Form eben gar nicht leisten können der Sanierung. Dass es eigentlich unmöglich ist, sowas zu finanzieren, dass es so hohe Kosten sind, die eben durch diese grüne Klimaideologie entstehen, dass sehr vielen Menschen gar nichts anderes übrig bleiben könnte, als eben ihr Eigenheim dann wirklich auch verkaufen zu müssen, notgedrungen an irgendeine Investorengruppe vielleicht, die eben genug Geld hat für diese Sanierung, die das Ganze dann wieder teurer vermieten kann. Also der Bürger ist bei dem Ganzen natürlich wieder der Verlierer. Und ich glaube, das ist wirklich der Kipppunkt in Deutschland, wo sehr viele Menschen gerade merken, also Moment mal, es geht hier wirklich um unser bürgerliches Leben, es geht um unsere bürgerliche Freiheit, also jetzt muss man wirklich geschlossen gegen Grün stehen. Und den Beleg dafür, den werde ich euch gleich zeigen und das wird euch wirklich erstaunen. Doch lesen wir nun direkt rein in die Quelle Bild. Da heißt es nämlich: Umfrageschock für die Ökopartei. AfD überholt die Grünen. Und weiter heißt es hier: Im Sonntagstrend kommt die AfD auf 16%. Das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die Grünen verlieren einen Punkt und erreichen nur noch 15%. Damit verdrängt die AfD die Grünen von Platz 3. Und weiter heißt es: Die Grünen standen zuletzt vor allem wegen der Heizpläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck in der Kritik. Ab 2024 dürfen nur noch Heizungen neu eingebaut werden, die Wärme aus mindestens 65% erneuerbare Energien herstellen, heißt es im Referentenentwurf. Ab 2045 gilt ein komplettes Verbot für alle Öl- und Gasheizungen. Und da muss man wirklich sagen, das ist aus vielerlei Hinsicht ein politischer Hammer. Denn erst muss man natürlich sagen, hier wurde vor allem natürlich Habeck abgestraft, aber ganz wichtig, auch Frau Baerbock wurde extrem abgestraft. Und gerade für sie ist es auch eine politische Ohrfeige, eine politische Backpfeife, die es in sich hatten. Warum? Das blende ich euch jetzt hier auch gleich ein. Weil Frau Baerbock hat ja wirklich so ganz arrogant, praktisch ignorant gesagt, es wäre ihr egal, was ihre deutschen Wähler denken. Man würde also die Ukraine auch weiter
unterstützen, Waffen würden Leben retten. Wir kennen ja alle dieses Programm. Und auch diese Kriegspolitik, die zieht nicht mehr. Also die bringt keine Stimmen mehr für die Grünen, wie wir an dieser Umfrage sehen. Denn tatsächlich ist es so, dass es immer mehr Wählern jetzt im Gegenzug dazu eben egal ist, was Baerbock und ihre Grünen denken und dass die einfach nicht mehr gewählt werden. Also wir sehen eben eine komplette Abstrafung der Grünen. Und ganz wichtig, es gibt keinen Punkt mehr, mit dem die Grünen wirklich ihre Prozente steigern können. Also diese Kriegspolitik, die uns ja alle praktisch in die Verarmung führt, die kommt überhaupt nicht mehr an. Und diese Klimaideologie, die eben den Menschen praktisch indirekt ihr Eigentum hier streitig machen möchte, die kommt auch überhaupt nicht mehr an. Und das sind eben zwei Achsen, die sind meiner persönlichen Meinung nach komplett verantwortlich, auch berechtigt verantwortlich für den Niedergang der Grünen Partei, den wir eben aktuell erleben. Und besonders bitter für die Grünen, warum es eben so eine krasse politische Backpfeife ist, ist eben auch der Fakt, dass es ausgerechnet die AfD ist, also praktisch der politische Tonfall der AfD, der Grünen, wo es eben vorbeigezogen ist. Da muss man auch wirklich sehen, wenn wir schauen, die AfD von den Grünen, Ricarda Lang, wird da ja wahrscheinlich auch am Toben sein. Sie hatte ja noch vor einer Weile ein AfD-Verbot ins Spiel gebracht. Das war auch eine ganz interessante Sache. Also man sieht wirklich, die Grünen sehen die AfD als Hauptkonkurrent um die zukünftige Macht an. Man sagt auch immer wieder unter Politikwissenschaftlern, dass sich da eben der Machtkampf zuspitzt zwischen diesen beiden gegensätzlichen Gesellschaftsentwürfen. Und es ist natürlich auch so, wenn die AfD langfristig vor den Grünen bleibt, wird sich natürlich immer wieder die Frage stellen, welches Recht eigentlich die Grünen haben zu regieren und die AfD dann nicht. Also das wird natürlich auch die CDU langfristig unter Druck setzen, ob sie dann wirklich mit Grünen und anderen Parteien koaliert, wenn die AfD natürlich immer stärker wird und die Grünen immer schwächer. Das tut die politische Machtkonstellation in Deutschland also komplett auf den Kopf stellen. Und deswegen ist es, wie gesagt, eine gewaltige Backpfeife für die Grünen. Und jetzt seid ihr gefragt, Leute, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von dieser Entwicklung? Seht ihr das positiv, dass die AfD die Grünen wirklich überholt hat? Und vor allem auch, glaubt ihr, dass wir die Grünen aus der Regierung bekommen können? Ich sage ja immer, die Grünen, die haben so einen gewissen Teil an ideologisch verblendeten Stammwählern, also unter 5% könnte vielleicht schwierig werden. Aber wie nehmt ihr das Ganze wahr? Wehren sich die Deutschen langsam jetzt, wo es wirklich ans Eigentum gehen könnte? Das interessiert mich. Schreibt es in die Kommentare, und noch viel wichtiger, teilt wirklich dieses Video überall, weil ich will, dass die Menschen wirklich sehen, in diesem Land tut sich was und die Stimmung, die dreht sich zwar langsam, aber bei diesen extremen Grenzüberschreitungen, wo es wirklich ans Eigentum der Menschen geht, da tut sich dann wirklich was. Und das finde ich besonders interessant, weil ich genau das jahrelang immer gesagt habe, wenn es dann wirklich den Deutschen praktisch an das geht, was sie besitzen, dann könnte etwas passieren. Warum die Stimmung in Deutschland gerade am Kippen ist, das sieht man eben auch ganz klar in einer Entwicklung, nämlich man kann Habecks Unfug nicht mehr als normale Politik verkaufen. Und ganz wichtig, sogar aus der SPD kommt jetzt Kritik, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, an Habecks Plänen, also dass diese eigentlich größtenteils schädlich wären. Und wenn das wirklich schon von der SPD kommt, dann sieht es für die Grünen sehr ernst aus. Allerdings muss man auch sagen, die SPD ist deswegen keineswegs irgendwie wählbar oder besser. Das ist wirklich reiner Eigennutz. Denn klar, wenn die wissen, dass 4 von 5 Deutschen etwa in Umfragen sagen, wir wollen das nicht, dann ist es ja wirklich politischer Selbstmord, dieses Vorhaben zu unterstützen. Aber auch die SPD denkt da praktisch nur an die eigenen Wählerstimmen, die man eben kriegen könnte. Und genau diese Entwicklung, die muss man jetzt weiter beobachten, weil durch diesen Stimmungsumschwung können wir wirklich ganz genau sehen, dass die Grünen an den politischen Rand gedrängt werden, dass sich alle von ihnen abwenden und dass man eben auch klar beobachten kann, es gibt keine Mehrheit in Deutschland für diesen grünen Verbotswahnsinn. Also die große bürgerliche Mehrheit in Deutschland, die Bevölkerung, die will wirklich diese grüne Politik nicht. Und ich denke, das ist ein Zeichen, wo sehr viele auch Leute hier, die diesen Kanal schauen, Motivation rausziehen können. Weil man eben sieht, wir sind eben doch die Mehrheit, die eine freiheitliche Gesellschaft will, die eine bürgerliche Gesellschaft will, wo es eben Eigentumsrechte gibt, wo wir nicht für irgendeine linksgrüne Klimaideologie alles verlieren, was wir uns aufgebaut haben. Und deswegen sage ich auch, ich bin sehr dankbar, dass es euch hier alle gibt. Ihr schreibt hier immer Kommentare auf diesem Kanal, wo ich wirklich sehe, es gibt hier die gesellschaftliche Mitte, die wirklich beginnt, sich zu wehren. Wir sind sozusagen ein Team. Und jeder von euch hier ist extrem wichtig, jeder, der hier immer kommentiert, jeder, der die Videos teilt, der die Videos liked, ist extrem wichtig in diesem Team für Freiheit, für Eigentum, für Selbstbestimmung, für Bürgerrechte und eben gegen diesen grünen Wahnsinn, die uns all das wegnehmen wollen. Deswegen danke ich euch einfach mal, dass wir vereint dagegen stehen. Ich hoffe, dieses Video gibt einigen von euch ein bisschen Hoffnung auf, weil man eben wirklich sieht, man kann die Grünen politisch überholen, man kann die Grünen praktisch auch politisch in die Verluste, vielleicht sogar in die Knie zwingen bald. Und das ist etwas, was ich wirklich sagen muss, da sehe ich auch, dass diese Arbeit auf diesem Kanal sich hier langfristig auszahlen wird. Und deswegen danke ich jedem Einzelnen von euch, der meine Arbeit hier auf diesem Kanal überhaupt erst möglich macht, indem er meine journalistische Arbeit freiwillig finanziell unterstützt.
Die Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, die blende ich hier im Video ein, so auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Und ich danke wirklich jedem, der meine Arbeit jetzt per Bankverbindung oder per PayPal, völlig egal, fördert. Denn jede Unterstützung hilft mir wirklich sehr, hier weiter für euch arbeiten zu können. Und ich glaube, das ist eben auch der Schlüssel, dass man starke mediale Stimmen hat, die eben für einen Stimmungsumschwung im Land sorgen, dass die Vernunft eben wieder Einzug erhält, dass eben die bürgerliche Freiheit am Ende siegen wird. Und ich denke, wir alle leisten da gerade unseren Teil dazu. Deswegen danke an jeden, der sich auch jetzt dazu entscheidet, meine Arbeit freiwillig finanziell zu unterstützen. Und zum Schluss könnt ihr auch noch diesen Kanal völlig kostenfrei abonnieren. Und ganz wichtig, wenn ihr kein Video verpassen wollt, auch die Glocke aktivieren, weil wenn ihr das macht, verpasst ihr nämlich kein Video mehr, welches auf diesem Kanal online kommt. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder, Leute. Ich freue mich auf euch. Bis dann und ciao.